Mit einer Drohne verschafft sich das Spezialeinsatzkommando einen Überblick. Im 6. Stock dieses Hauses lebt der mutmaßliche Schwerkriminelle AKP. Die Beamten schauen, ob er ausgeflogen oder doch zu Hause ist. Jim Brutto war mit seiner Kamera dabei. Und die standen da halbe Stunde bestimmt. Also sind immer wieder lang geschwebt, nah davor. Aber meistens hatten die einen Abstand von 2 bis 2,5 Meter, sind nicht näher ran. Eine Nachbarin hat gesagt, sie hätte hier auf dem Monitor über die Schultern geschaut und gesehen, wie ein Mann ganz steif und ängstlich sich nicht bewegt hat und dort auf dem Sofa saß. Er traut seinen Augen kaum, als er auf seinen Balkon geht. Das Nachbarhaus ist abgeriegelt. Die fast 60 Apartments werden evakuiert. Das Spezialeinsatzkommando macht sich ähnlich wie hier bereit. Ich sah dann an dieser Stelle direkt unter mir einen Polizisten, schwer bewaffnet. Ich habe mir gedacht, hat wohl seinen Sinn. Irgendwas passiert da. Kayan Otschak hat einen Kiosk im gleichen Haus. Er kennt den Bewohner AKP. Also ich kannte ihn vom Sehen her und der war halt, wie gesagt, zwischendurch mal auch mal hier, hat sich mal Getränke geholt und hat auch, wie gesagt, einen relativ normalen Eindruck gemacht auch so. Auch er bemerkt das große Polizeiaufkommen vor seinem Kiosk. Also ich war drin im Kiosk, hab verkauft, ganz normal, und dann habe ich irgendwie gemerkt, es wird ein bisschen lauter und habe ich halt rausgeguckt und dann kamen halt von da circa 20 Mann, SEK-Beamte, schwer bewaffnet und also Polizeieinsatz hinterher auch ungefähr 10, 20 Stück, alle hier in den Hof rein. Und dann hier um die Ecke standen auch 2 mit Drohnen. Ich war halt auch erstmal sprachlos, als ich das gesehen habe, weil so schwer bewaffnete Waffen und sowas sieht man halt nicht alle Tage. Das SEK sicherte säckeweise Beweisstücke. Der Inhalt, Materialien, die geeignet wären, Bankautomaten zu sprengen. Ob und was AKP geplant hat, werden weitere Ermittlungen zeigen.